hey Nerds, jetzt probiere ich mal was Neues. Und zwar ist es so, ich habe ja jetzt mittlerweile über die Jahre mir auch ein paar Freunde gemacht, so im Gaming-Bereich und auch im Privatverkauf. Also das ist dann schon irgendwie angemeldet, gewerblich halt. Die verkaufen dann halt über eBay Kleinanzeigen und so. Und manche Leute hat man da mittlerweile auch persönlich kennengelernt. Mit einigen ist man auch Freund geworden. Und ich habe da einen. Das ist dann irgendwie so, zurzeit jetzt auch wegen dieser Pandemie und Corona und so, kann man sich natürlich nicht so treffen. Wir haben das dann jetzt so vereinbart, dass, also jetzt nicht oft, aber jetzt schon 2-3 Mal haben wir das jetzt so gemacht, seit das mit Corona aktuell ist, dass ich ihm immer sage, er weiß ungefähr so, was mir gefällt, und dann sage ich ihm, ich möchte 100 Euro ausgeben. Investieren wäre jetzt das falsche Wort, weil ich kaufe sie in erster Linie für mich. Und dann macht er mir so ein Paket zusammen und wirklich immer sehr, sehr großzügig. Also er macht da keinen Gewinn mehr damit. Und das möchte ich euch jetzt einfach mal zeigen. Also das, was ich euch jetzt gleich zeige, habe ich für 100 Euro gekauft. Und das werde ich jetzt ab und zu machen, euch diese Sachen zeigen, die ich da kaufe. Genau, nach dem Intro geht's los. Wie immer, ihr wisst Bescheid. Dann geht's los. Also zum ersten war mal ein Nintendo DS dabei. Nicht mehr das neueste Modell, schon klar. Aber alles dabei, was dazugehört. Kabel, also beziehungsweise Ladegerät dabei. Getestet habe ich es jetzt noch nicht, aber ich vertraue dem Herrn da. Und auch, es war schon mal so der Fall, dass das, was nicht mehr funktioniert hat, und er war dann selber geschockt darüber. Hatte mir aber dann auf jeden Fall wieder erstattet, das Geld. Also da brauche ich mir keine Sorgen machen. Wäre natürlich krass, wenn jetzt noch eine SD-Karte drin wäre. Nee, das wäre natürlich zu viel des Guten. Schalte ich mal ein. Ja, sieht gut aus, läuft. Dann war ein Nintendo 3DS dabei. Also ich muss dazu sagen, wir haben mal darüber geredet, weil ich hatte die ja schon mal. Und habe die dann verkauft und habe dann irgendwie gedacht, wieso habe ich die jetzt verkauft? Das war halt im Prinzip ein Freundschaftsverkauf, weil ich hatte die da und habe sie nicht wirklich genutzt. Und dann habe ich sie halt einem Freund verkauft für wenig Geld, also eigentlich fast geschenkt. Genau, da ist sogar jetzt eine Tasche dabei. Hier ist der 3DS. Ja, okay, man sieht, dass er gebraucht ist. Naja. Funktioniert auf jeden Fall auch. Ja. Tasche dabei, irgendwie nochmal, keine Ahnung, so eine Docking Station, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, für was man das brauchen kann. Komplett mit Anleitung und Kabel wieder. Das war auch in dem Paket dabei. So, dann hat er mir das Guitar Hero dazu gegeben für die DS. Dann hat er mir Mario Kart 7, Luigi's Mansion, Super Mario Bros. 2 dazu gegeben. Dann Kingdom Hearts für die PlayStation 2. Ja, ein paar Kratzer, aber auch ein bisschen Fingerabdrücke so. Aber sonst echt tipptopp. Riecht jetzt auch nicht so schmuddelig oder so, also da lege ich auch immer viel Wert drauf, wenn das riecht, als würde es gerade 3 Wochen schon in der Kneipe liegen oder so, das gefällt mir nicht so, aber das einfach auch sehr schön sieht das aus mit diesem Leuchtcover, würde ich es jetzt fast nennen, Silbercover. So, dann, hier für Nintendo Terminator 2 war dabei. So, dann geht's los. Atari 2600. Einmal die Version und einmal die Version.
auch Atari 2600. Schon krass. Ja, ein bisschen staubig und so ist es schon. Kabel, alles dabei. Der Stick dabei. Ja, ich würde es jetzt den ersten Controller nennen. Auch dabei. Also komplett auf jeden Fall. Dann hat er mir noch diese DS-Dinger dazu gegeben. Auch cool so. Ja, dann Moonsweeper, Pick Me, dann Nightmare, Schießbude. Ich glaube, das Schießbude war irgendwie auch ein bisschen gefragt, oder? Ich habe da mal irgendwas gehört, weiß ich aber jetzt gerade nicht sicher. Dann Centipede, Solaris, dann Eishockey-Fieber. Hier ist was gebrochen, aber gut. Decathlon von Activision übrigens. Dann Moon Patrol, Jungle Hunt, Pitfall von Activision, die waren damals noch, das was heute EA ist, war damals Activision. Phoenix, Dragonfire, nochmal Moon Patrol, dann Fox and Goat, keine Ahnung, Super Ferrari, also da gab es auch schon Ferrari, dann Skin Diver, Vanguard, Bobby geht nach Hause, dann geh mal nach Hause, dann Motocross, Alice Abenteuer, nochmal Alice Abenteuer, Dick Duck und Pole Position. Also ich muss dazu sagen, er bringt mir das immer und dann darf ich natürlich entscheiden, ob ich damit einverstanden bin oder nicht. Ah, hier liegt noch was. Und hier habe ich noch Pelé Soccer von Atari programmiert. Genau. Und dann darf ich immer entscheiden, ob ich das behalten will oder nicht. Ich fand das jetzt irgendwie cool, weil ich habe jetzt noch kein Atari gehabt, ehrlich gesagt. Und die zwei DS-Konsolen plus die DS-Spiele mit den Terminator und so, also da bin ich, glaube ich, gut gefahren mit den 100 Euro. Also die Ataris, glaube ich, gibt es für 20, 30 Euro jeweils. Dann, keine Ahnung, die Spiele in 5er, eventuell auch vielleicht 2, 3 Euro. Dann die DS-Konsolen sind bestimmt auch 20, 30 Euro wert. Und dann plus noch dieses Terminator 2 hier. Das hat bestimmt auch einen 10er Wert, schätze ich jetzt mal einfach so ins Blaue. Das freut mich natürlich irgendwie sehr. Das sieht einfach richtig cool aus. Das freut mich, dass ich das jetzt habe. Und ja, die Spiele hier. Genau. Also wie gesagt, 100 Euro Überraschungspaket von meinem Kollegen. Bin ich zufrieden. Ich wollte eigentlich nie die Ataris haben, weil ich weiß genau, ich werde die nie spielen, weil einfach, keine Ahnung, irgendwie, ich habe das mal mit einem Emulator gespielt. Und dann war ich halt schon sehr erstaunt, wie schlecht einfach das ist, alles so, die Grafik und so. Man hat das einfach auch alles anders in Erinnerung, auch wo ich habe mit Nintendo Entertainment System angefangen, mit diesem Klotz, den ich da hinten stehen habe, hier irgendwo, wenn ihr es noch seht, hier im Eck, ja, hier hinten, hier. Und habe dann mal wieder Spiele gespielt, nach einer langen Zeit. Und war wirklich richtig geschockt, wie die Spiele jetzt mittlerweile aussehen im Vergleich zu früher so. Also beziehungsweise nicht im Vergleich zu früher, sondern im Vergleich zu der Erinnerung, die man hat. Ist echt heftig, also deswegen irgendwie, ja. Und dann habe ich mal, wie gesagt, Atari gespielt auf einem Emulator und war einfach, ich dachte nur, meine Fresse, was, das sind ja nur Punkte und Striche und da hat ja, das ist, also gerade das Pitfall, wo man da wirklich mit so einem Strichmännchen da über so
Also es soll mal, es sollen Krokodile sein. Sehen aus wie japanische Drachen oder so, ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall werde ich das wahrscheinlich nie benutzen, nie spielen, aber halt mir hier irgendwo in die Sammlung hinten rein hinstellen und einfach cool zu haben, genau. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns dann bis zum nächsten Mal, beziehungsweise wir hören uns dann, ja, auch sehen eventuell. Dann bis zum nächsten Mal, haut rein, euer Nerdlife.